Seid gewarnt, in nicht allzu ferner Zukunft wird die Menschheit untergehen. Roboter übernehmen die Weltherrschaft und dann eröffnen sie ein Museum über Arbeit. Was zur Hölle? Der Spieleschwärmer, das hier war das Intro. Hallöchen, meine lieben Freunde, hier ist der Spieleschwärmer, schnappt euch eure Kuscheldecke und ein heißes Getränk. Ich habe, glaube ich, das beste Launch-Titel-Spielchen gefunden, was man sich für die PlayStation VR zurzeit holen kann, und das ist Job Simulator. Und das habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Das Spiel hat mich erst überhaupt nicht interessiert und dann habe ich mal die Demo-Disc ausprobiert und bin genau an diesem Spiel dann hängen geblieben. Ein Videospiel, in dem ich arbeiten soll. Was? So abstrus und seltsam das Konzept auch klingen mag, es macht wirklich wahnsinnig viel Spaß. Es mag sich total bescheuert anhören, ein Spiel spielen, in dem man arbeiten soll. Ich hab doch schon einen Job. Ich bin YouTuber. Nein, im Ernst. Das Ganze ist mehr eine Parodie auf Arbeit und die Arbeitswelt. In naher Zukunft haben Maschinen die ganze Welt übernommen, die Menschen sind ausgestorben und dann fangen die Roboter an zu forschen. Und sie entdecken, Menschen haben gearbeitet. Und wie das wohl aussehen konnte, erschließen sich die Roboter durch ein Museum. Und dort ist man selber als Roboter und kann in einer Simulation das Leben eines Menschen, der arbeitet, durchspielen. Klingt bescheuert und ist noch viel bescheuerter. Zum einen seht ihr es ja im eingeblendeten Gameplay, was dieses Spiel so einzigartig bescheuert macht. Und zum anderen möchte ich auch mal beschreiben, warum Job Simulator für mich der perfekte Launch-Titel für die VR ist. Wenn man ein VR-Spiel spielt, möchte man natürlich auch komplett eingesogen sein in die Welt. Und das macht Job Simulator tatsächlich richtig gut. Das beginnt schon beim Kalibrieren. Man kann einstellen, wie groß man ist, der Armbewegungsradius wird gemessen. Das funktioniert wirklich sehr gut. Und im ersten Herumlaufen im Raum, das funktioniert tatsächlich, habe ich mich doch sehr lebendig gefühlt. Ich fühlte mich als Teil der Welt. Und ich habe mich auch später mal dabei erwischt, wie ich mich in einer Wand abstützen wollte und dann umgefallen bin. Ich bin schlau. Die simple Comic-Grafik tut im Spiel richtig gut. Es unterstützt die bescheuerten Sachen, die ihr machen könnt. Münzen aufs Zehnfache aufblasen, Donuts kopieren, verschimmelte Donuts essen, Werbetafeln mit Duftbäumchen dekorieren. Und es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, sich in der Spielwelt auszulassen. Und genau das ist der Knackpunkt. Ihr müsst dafür offen sein, mit dem Spiel einfach umzugehen wie mit einem Spielzeug. Nehmt Donuts, werft sie herum, kopiert sie, bewerft euren Chef mit einem Tacker. An sich ist Job Simulator nicht viel mehr als eine Tech-Demo. Benutze die Move-Controller, um Sachen aufzuheben, dorthin zu legen, mache kleine Bewegungsabläufe. Das war's eigentlich schon gameplay-technisch. Krieg eine kleine Aufgabe und setze sie um. Der richtige Reiz von Job Simulator liegt in dem Wahnsinn, den ihr veranstalten könnt. Beschießt eure Kundschaft mit Feuerwerkskörpern. Bewerft euren Chef mit schimmeligen Donuts. Was immer ihr machen wollt, ihr könnt es, sofern die Gegenstände in eurer Reichweite sind. Und was sich einfach richtig gut anfühlt, ist die bunte Umgebung. Ihr fühlt euch mittendrin, wie ich schon erwähnt habe, ich habe versucht, mich irgendwo abzustützen, weil ich mich so mittendrin fühlte. Die Bewegungsabläufe, sie funktionieren, sie fühlen sich natürlich an. Und der Humor in dem Spiel ist 1A, also zumindest für mein Empfinden. Es ist schrill, es ist übertrieben, es ist einfach witzig, wie die gesamte Arbeitswelt parodiert wird und die Menschheit gleich mit. Und es macht wahnsinnig viel Spaß zu experimentieren. Und eigentlich darf ich gar nicht zu viel von dem Spiel verraten, denn es lebt von den Experimenten, die ihr anstellt, von den kleinen Situationen, von den Aufgaben, die ihr erledigen müsst. Und da ist es wirklich dem Spielspaß förderlich, wenn ich euch ins kalte Wasser schmeiße. Es gibt 4 Berufe, die ihr ausüben könnt: Büroangestellter, Koch, Automechaniker und Supermarktangestellter. Alle Berufe haben mir sehr gut gefallen, bis auf Mechaniker. Da hatte ich das Gefühl, dass man nicht wirklich viel experimentieren kann und es sich einfach viel zu oft wiederholt. Pro Beruf könnt ihr ungefähr eine halbe bis eine ganze Stunde einrechnen, je nachdem, wie viel Quatsch ihr macht. Das bedeutet allerdings auch, dass das Spiel nach 2 bis 4 Stunden durchgespielt ist. Ihr habt dann noch den freien Modus und könnt jede einzelne Aufgabe wiederholen, aber ihr habt eigentlich alles gesehen. Ich habe knapp unter 30 Euro für das Spiel bezahlt. Das ist für 2 bis 4 Stunden schon recht happig. Allerdings sind diese 2 bis 4 Stunden wirklich gut ausgefüllt, mit jede Menge Spaß gewesen. Und ich empfehle es euch auch gerade weiter. Das heißt ja auch etwas. Letzten Endes müsst ihr natürlich entscheiden, ob euch die paar Stunden das Geld wert sind. Ich hatte meinen Spaß mit dem Spiel. Ich empfehle es euch weiter. Und ich finde, das ist eigentlich der perfekte Launch-Titel für die VR. Ihr seid mittendrin. Es macht Spaß. Die PS Move Controller werden mal richtig gut benutzt. Es fühlt sich super an, den ganzen Quatsch zu verursachen.
Und ja, was bleibt mir jetzt anderes übrig, als euch zu wünschen, richtet eurem Quatsch liebe Grüße von mir aus. Bis zum nächsten Mal. Der Spieleschwärmer ist raus. Ciao!